Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren ROM 2 Total War Online Gefecht mit mir, Fighting Joe aka El Banana Joe und der letzten Gruppenphasen-Match im zweiten Total War Haku Turnier, das ich euch präsentieren werde. Zumindest im Momentan, vielleicht reiche ich irgendwann nochmal die nicht gecasteten Gruppenspiele nach. Das hier ist ein auf Anfrage hochgeladenes Video. Ich hoffe, der Sound ist dieses Mal in Ordnung. Ich habe ein bisschen rumgedreht. Ich habe den Sound von ROM 2 rapide runtergedreht und ich hoffe einfach mal, das klappt. Ich hoffe auch gleichzeitig, mein Mikrofon macht nicht irgendeine Späßikens. Wenn es das tut, dann tut mir das schrecklich leid. Wir haben hier ein nachgereichtes Spiel aus der Gruppe B. Ich konnte die Replays aus irgendeinem Grund Ewigkeit nicht runterladen. Jetzt konnte ich es. Und wir haben hier Game 1 zwischen VLR Turba mit den Seleukiden, dem Organisator dieses Turniers. An dieser Stelle natürlich ein großes Dankeschön. Und er tritt dann gegen Mr. Epaminondas mit Baktrien. Epaminondas, ein durchaus starker Spieler, allerdings eher aus Attila, mir bekannt zumindest, als Gegner. Und wir sehen hier mit Baktrien 3 östliche Speerkämpfer, 4 Leinenpanzer-Schwertkämpfer, 4 Schuppenleinenpanzer-Obliten, einmal baktrische königliche Garde, 2 östliche Steinschleuderer und 4 baktrische Adelsreiter. Also ein relativ solides Bild. Sind es meiner Meinung nach ein bisschen wenig östlicher Fernkampf drin. Da kann man auch ruhig auf 4 Steinschleuderer gehen, die sind ja auch nicht so teuer. Und ja, die Schuppenleinenpanzer-Obliten, man muss halt bedenken, die sind schlechter als die Leinenpanzer-Schwertkämpfer, aber wenn man sie im Verband einsetzt, im Verbund einsetzt, macht das vielleicht Sinn. Die Kavallerie, ja, die steht halt im Zentrum, dann werden wir mal gucken, vielleicht zieht er sie ja gleich noch auf die Flanken. Turbas Armee können wir uns auch kurz anschauen. Es ist ganz interessant, wir sehen 4 Meter-Kavallerien, das ist erstmal, ja, sagen wir mal, wenn man mit den Seleukiden spielen will, kann man auch ruhig Meda-Kavallerie mitnehmen und nicht Bürger-Kavallerie. Die ist einfach tankigere. Meda-Kavallerie mit 5 mehr Moral. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Diese 5 Moral merkt man. Dann haben wir hier 2 Hügelmänner vorne dran. Das ist natürlich sehr schön, weil dann im Mietschild gegen die östlichen Speerkämpfer Turba natürlich einen klaren Vorteil hat mit seinen Hügelmännern. Dann haben wir auch 4 Leinenpanzer-Schwertkämpfer, das ist klar. 4 Tureos-Speere. Ich denke mal nicht zuletzt, weil immer die Möglichkeit besteht, dass Elefanten kommen. Dass Turba mit Elefanten gerechnet hat, sieht man meiner Meinung nach, oder kann man meiner Meinung nach auch daran sehen, dass er 5 Bogenschützen spielt. 3 schwere syrische und 2 persische leichte Bogenschützen. Das ist, sagen wir mal, ein bisschen riskant, wenn das hier 4 östliche Steinschleuderer sind, können die da relativ gut gegen traden, wenn die dann die, sagen wir mal, die fokussen die beiden Perser raus, oder aber ein oder 2 Syrer, und dann sind von beiden noch übrig, und dann können sie den Rest auftitschen. Das ist auf jeden Fall riskant, aber dadurch, dass es nur 2 sind, wird das schwierig für Epa, einfach weil diese 5 Bogenschützen, wenn die Fokusfeuer irgendwo drauflegen, das ist einfach ein zu hoher Schadens-Output. Turbas General sind hellenische Kataphrakte. Und ich weiß gar nicht, warum ich immer noch in dieser Zeitlupe bin. auch eine Möglichkeit, seine Videos länger zu machen. Einfach mal das ganze Video in Zeitlupe gucken und sich wundern, dass nichts passiert. Hellenische Kataphrakte, das ist ja im Grunde genommen schwerer gepanzerte Etarenreiterei. Dadurch, dass er sich das leisten, also dass er halt hier dann auch nur auf die Meda-Kavallerie geht, finde ich das gar nicht so schlecht. Und es wird die Frage sein, wie sich das lohnt. Ich meine, die Kataphrakte sind, die hellenischen Kataphrakte sind jetzt nicht irgendwie die besten Kataphrakte, aber die haben natürlich einen massiven Ansturm gegen Infanterie. Und hier geht's jetzt los und ja, wir sehen, Epa hat das schlecht. Ja, also ganz, ganz ungünstige Situation. Epaminondas hat schon den deutlich schlechteren Fernkampf.
Und schießt nicht auf die Bogenschützen. Während Toba, sehen wir hier sehr schön, immer mit so Zweierpaaren versucht zu fokussen. Dadurch hat natürlich Toba jetzt den Fernkampf vertrieben. Und kann gucken. Außerdem hat Epaminondas immer noch seine Kavallerie im Zentrum. Das gefällt mir nicht so gut. Hier prallen jetzt gleich die Armeen aufeinander. Toba, ja, das ist meiner Meinung nach ein bisschen verschwendete Munition. Vor allem, weil er sich hier gerade auch massiv Hügelmänner rausschießt. Der eine oder andere müsste hier einen Pfeil im Rücken stecken. Aber ja, das muss Toba selber wissen. Hier laufen jetzt die Leinenpanzer-Schwertkämpfer durch. Hier kann er durch die Lücke brechen, theoretisch. Aber ich weiß nicht, was die baktrischen Adelsreiter hier sollen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Attila-Mindset. Ein Attila gilt ja Schock, 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 klickfest und Infanterie kann keine Kavallerieanstürme aufhalten. Wenn man da dann so einen Verbund spielt, und dann die Schwerter rein und die Kavallerie, oder die, also die Kavallerie charged in die Schwerter werden umgehauen und die eigenen Schwerter kommen nach. Dadurch kann man so eine Einheit Schwerter in Attila halt in einem Zug ausnocken. Das geht nur leider in Rome 2 nicht. Und jetzt ist hier eine sehr ungünstige Situation. Wir sehen es ja in den Beschussbefehlen von Toba. Er nimmt jetzt hier die Adelsreiter aufs Korn und das ist gefährlich. Die können ja jetzt ziemlich Schaden nehmen. Und ich meine damit wirklich ziemlich. Und ja, die baktrischen Adelsreiter sind deutlich stärker als die Meder-Kavallerie. Aber wenn er jetzt hier wirklich weiter massiv Adelsreiter verliert, kann es irgendwann sein, dass die Meder-Kavallerie gewinnt. Und dann hat Epan ein richtiges Problem. Hier prallen jetzt die Linien aufeinander, das wird lange dauern. Epaminondas zieht seinen General in den Nahkampf, das ist ein guter Weg, den zu schützen. Aber hier steht immer noch sehr viel Adelsreiter im Zentrum und diese Einheit hat schon massiv Schaden genommen. Wenn Toba hier konsequenter gefokust hätte, hätte diese Einheit schon noch stärker leiden können. Ja, und die Kavallerie von Epaminondas, die bringt es momentan noch nicht wirklich. Hier hinten haben wir Speere gegen Speere. Er ist hier gerade meiner Meinung nach so ein bisschen in so einem Tunnelblick-Szenario. Er hatte diesen Plan und muss jetzt hier ganz kurz sich neu sammeln, damit das... Damit das klappt, weil es ist tatsächlich so, das ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist ja auch sehr schön von Toba, er kriegt hier den Charge auf die stehenden Adelsreiter, da hat man nicht aufgepasst. Man hat dann manchmal so eine Idee, das muss klappen und wenn das dann nicht klappt, braucht man einen Moment, um sich zu sammeln, aber Epa muss seine Kavallerie hier aus dem Einflussbereich der Bogenschützen kriegen. Das hier ist auch eine ganz ungünstige Situation. Hier hinten haben wir zum Beispiel Leinenpanzer-Schwertkämpfer. Die haben gegen die Toreos-Speere eigentlich Super ganz gute Karten. Aber hier steht jetzt die zweite Einheit Toreos-Speere und wirft hinten rein. Das ist natürlich nicht gut. Toba hat seinen General immer noch nicht committed und das ist jetzt gefährlich, denn in diesem Moment hat Epaminondas keine Einheiten mehr frei. Und wenn jetzt die Kataphrakte rumkommen und hier die Backside-Charges setzen, wird das richtig gefährlich. Hier sehen wir auch, die Toreos-Speere laufen weiter in Support. Das Ding ist halt nur zum Beispiel die Meder-Kavallerie auch gegen die angeschlagenen Adelsreiter, die wird fallen. Die Meder-Kavallerie hier hat trotz Charge einige Probleme. Hier ist angeschlagene Adelsreiter, aber die schlagen sich trotzdem noch extrem gut und die Meder-Kavallerie, die kriegt einfach die Kills nicht zusammen. Ja, und jetzt kommt Toba hier rum und hier ist halt sehr viel Raum, wo er durchstoßen kann. Theoretisch muss er versuchen, diese Einheit hier zu chargen, weil hier der General steht, der hat immerhin noch Ansturmabwehren, das ist ein bisschen gefährlicher. Und wir sehen jetzt hier übrigens, wir haben gerade 5 Einheiten Bogenschützen, eine Einheit östlich Gesteinschleuderer rausgefokust. Da ist scheißegal, dass die eigentlich kosteneffizienter sind. Da gewinnt Toba mit bloßer Masse, aber verschwendet hier jetzt sehr viel Munition auf die fliehende Einheit. Das ist im Grunde genommen schon fast schade. Ja, und jetzt kommt hier der Gen. Die Leinenpanzer-Schwertkämpfer haben noch einen Speerwurf rausgekriegt, ein bisschen Hitpoint-Schaden gemacht, aber gegen eine frische Einheit Kataphrakte macht das halt nichts. Und ja, wir können hier den Kills beim Hochgehen zuschauen. Ich meine, die haben 114 Sturmangriff, Bonus durch Trampeln. Toba muss halt gucken, dass wenn das weg ist, er sich selbst noch einen neuen Aufschwung gibt. Verliert er jetzt ein, zwei Mann beim Rausziehen, aber verliert er natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Mann durch Beschuss. Ja, aber Toba ist halt hier jetzt auch an der Flanke durch. Und im Zentrum sah es bis eben gerade für Epa noch ganz gut aus. Aber durch diesen Charge gewinnt halt jetzt Epa hier den Kampf. Die Adelsreiter verabschieden sich als nächstes. Man kann in die Schuppenleinpanzer noch durchaus mal von hinten oder so rein. Die haben ja nur, die haben ja keinen Ansturm abwehren. Das ist halt jetzt ein gutes Szenario, weil sie im Grunde genommen mit den stehenden Kataphrakten connecten können. Und
Die haben immerhin 15 Bonus gegen Groß. Das heißt, so ein bisschen Basis-Free-Damage kriegt man gegen die hellenischen Kataphrakte jetzt, aber auch nicht wirklich viel. Also es ist jetzt nicht so, oh ja, 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 kann man mal machen. Ja, und die hinten haben halt die Adelsreiter zu lange gebraucht. Eber disengaged er jetzt nochmal, aber kann im Grunde genommen nicht verhindern, dass er jetzt die ersten Leinenpanzer-Schwertkämpfer verliert. Hier hätte Torbein in Schildwall gemusst, dann hätte er noch ein bisschen länger ausgehalten. Epa steht in Schildwall und Hoplitenphalanx, zumindest hier. Und das natürlich für ihn gut, dadurch hat er die besseren Kampfvorteile. Und sich hier so selbst in den Rücken zu schießen, ist in diesem Moment nicht wirklich gut. Diese Leinenpanzer-Schwertkämpfer müsste man im Grunde genommen möglichst, möglichst mit Samthandschuhen anfassen. Hier kommen jetzt noch die Adelsreiter. Wenn Tobi einen Gegencharge gesetzt hätte, hätte er da auch noch deutlich einfacher halten können. Aber die Adelsreiter sind halt auch schon angeschlagen. Die hellenischen Kataphrakte disengagen. Die haben schon zwei schöne Anstürme gekriegt. Drei eigentlich. Und um die 100 Kills, das ist halt Schockkavallerie. Ich glaube, diese Bogenschützen hatten eh keine... Ich hoffe mal, diese Bogenschützen hatten keine Munition mehr. Laufen ja jetzt in die Schuppen Leinenpanzer-Obliten und Leinenpanzer-Schwertkämpfer, um sie einfach aufzuhalten, während die anderen Bogenschützen noch schießen. Hier steht tatsächlich noch einiges, aber das wird jetzt natürlich ziemlich hart rausgefokust. Wir sehen hier die Backkrische Königliche Garde nimmt Pfeilfeuer und geht ordentlich sterben. Ja, und Torbert zieht hier seinen General raus, den muss er jetzt nicht unbedingt verschwenden. Er kann hier tatsächlich aber eigentlich sogar fast schon in die Leinenpanzer-Schwertkämpfer chargen. Das ist ein bisschen riskant und hier hinten kommt auch noch einiges an. Da würde ich dann die, da zieht er die Leinenpanzer-Schwertkämpfer raus. Also, da hat sich Epa meiner Meinung nach in eine ungünstige Situation gebracht und man muss halt einfach sagen, Turba hat seinen Gameplan gehabt und hat den durchgezogen und nachdem ihm Epa dann natürlich noch so eine Steilvorlage gegeben hat, hat er das sehr, sehr sauber runtergespielt. Also da brennt nichts an. Natürlich kann Epa hier mit seinem Doppeln und seiner Elite-Infanterie und so die Linie brechen, aber zu welchem Preis? Und Torbas Armee hat zwar Verluste erlitten, ist aber weit, weit weg davon zu brechen. Boah, er setzt hier noch ein Trampeln, hat auch sich selbst neuen Aufschwung gegeben. Das ist sehr schön, dadurch werden hier die Schuppenleinenpanzer-Obliten ordentlich einstecken. Die hier sind glücklicherweise ein bisschen geschützt, aber die Armeemoral ist gerade auch schon am Brechen. Der Jen ist halt noch am Leben, aber der wird jetzt hier einfach niedergemacht. GG, well played an Toba. Natürlich trotzdem schön gemacht von Epa. Also, was heißt schön gemacht von Epa? Epa hat halt einen ziemlichen Anfangsfehler drin gehabt. Aber ich muss sagen, in der Länge hat er sich dann doch noch ein bisschen wieder selbst versucht rauszuziehen. Das war natürlich kaum noch zu schaffen, aber ich finde, dafür, wie groß der Denkfehler im Grunde genommen drin war, also der Mindset-Gedanke, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein und es tut mir schrecklich leid, Mentalität. Ja, also es ist halt einfach ein Fehler in Epas Mentalität gewesen, meiner Meinung nach. Er hat einen ganz anderen Flow erwartet, weil er, also es ist im Grunde genommen eine Attila-Strategie gewesen, meiner Meinung nach. Und in Attila hätte das durchaus geklappt, aber in ROM 2 funktioniert das eben nicht, weil Kavallerie deutlich schlechter ist als in Attila. Und von dem her muss man sagen, dafür hat sich Epa noch relativ gut geschlagen und war, finde ich, einfach eine spannende Schlacht. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Game wieder. Vielleicht kann sich ja Epa umstellen und Torba nochmal ein ordentliches Hindernis in den Weg legen, aber vielleicht auch nicht. Also es wäre natürlich zu hoffen für Epa, weil das ist ja echt nicht schlecht gemacht. Und er hätte sich selbst verdient, zumindest eine Map zu holen. Aber, na gut, ich meine, am Ende gewinnt auch immer der besser ist. Und ich rede gerade Ewigkeiten vor mich hin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Fighting Joe. Tschüss!